안녕하세요. Hello Leute, willkommen zu einem neuen Video von 2 Minute. Ja. Und unsere erste K-Pop Reaction seit EXO's Monster, genau. Ja. Monster MV. So. Nee, wir haben ja Ding gemacht, Herna. Also ihr. Ja, und jetzt, wir beide meine ich. Ja, schon sehr lange her. So, jetzt schauen wir uns GOT7 an. Und die haben Hard Candy rausgebracht. Ja, Hard Candy. Sehr gespannt, denn der Teaser war eigentlich sehr interessant halt. Ja. Also die Musik ging schon ab, also. Ja. Hoffen wir jetzt mal, dass es im Musikvideo auch so weitergeht, ne? Genau. Okay. Mit Hard Carry starten wir jetzt. Bin auf Jackson gespannt. Mal schauen. Ja, start. Okay. Okay. Jetzt fängt es schon gut an. Ja. Oh. Oh. Das war klar, dass die Choreografie wieder... Yeah. Herausstechen. Jackson. Oh, nice, nice. Ach, im Flugzeug. Ja. Ist das Bam Bam? Ja, weiß nicht. Oh, ist anscheinend das ist Tannenbaum. Was sind das? Ja, doch. Ja. Die sollten auch so einen Raum mieten, da nur Tannenbäume raufstellen. Ja, nicht voll viele. Ja. Man kann fliegen. Anscheinend ist der Krieg ausgebrochen. Überall Feuer, ne? Ja, ja. Ah, Flugzeug ist ja runtergefallen. Die Flammen noch nicht aufhören. Stimmt, darauf will ich jetzt nicht gekommen. Das ist... Ja. Ja, ich weiß den Namen nicht. Ja, ist schon schwierig, die zu unterscheiden, gell? Ja. Wieder ein Tannenbaumland. Oh, das sind Zäune. Zäune haben wir auch Holz. So. Oh nein, es funktioniert. Oh, wenn's dich. Jetzt fängt an. War voll düster gehalten. Nee. Oder wenn der Laptop ist zu tun. Aber es geht ab. Also die müssten nur weit weg abgestürzt sein. Das ist ja das Land. Das ist anscheinend nicht Korea. Das war im Trailer zu sehen. Ja. Es ist unter Wasser. Oh nein. Jetzt stirbt er. Oh mein stirbt nicht. Gott. Boah. Ich kann ganz lange die Luft halten. Stirb nicht. Hard Carrier. Oh, sie sind im Meer. Jetzt kommen ein paar Menschen. Ein. Nee, die bleiben auch unten. Die opfern sich. Hurricane. Ich bin schon auf die Live-Performance gespannt. Ja, yeah, ja. Hard carry. Oh my God, das war Hard God. Carry. Ja, von GOT7. Ja, JYP Entertainment. Als erstes, ne? Ja, und als zweites? So. GOT7 ist eh bekannt für deren gute Musik und Choreografie. Und das war wieder so. Genau. Die bleiben ihrer Linie treu. Und diesmal war es besser als das letzte Fly, glaube ich, war es. Ja, weiß ich nicht, ja. Von der Choreografie her schon. Ist schon ein bisschen länger, ja. Weil es geht ein bisschen mehr ab. Ja, ja. Und die Musik soll abgehen. Ja. Und was noch? Was ja. Kannst du dazu sagen? Ich weiß nicht, also fand ich geil. Schon, gell? Ja. Aber wir müssen es später nochmal angucken, weil
Ich bin eher... Der Gym ist nicht so hell. Ich bin auf Dings gespannt eigentlich, weil dahinter versteckt sich eine Theorie. Ich habe jetzt den Trailer angeschaut. Ach so, ja, ja. Die war halt im Flugzeug und dann ist abgestürzt und so weiter. Ja, ja. Eine Theorie. Mhm. Mal schauen, was ich so lesen kann. Ja. Vielleicht hat einer sich als Pilot versucht, hat es nicht geschafft und ist dann abgestürzt. Könnte auch sein. Genau, Big Boss. Ja. Und Wolf. Ja, okay, was gibt's da noch zu sagen? War super Comeback. Ja. Jetzt nur noch ein paar Preise abholen bei den Musikshows und dann ist es gut. Okay, ja. Big Boss meldet sich ab. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Wolf auch mal. Ciao. Tschüss.